Hallo Leute, ich grüße aus Berlin vor unserem Fraktionssaal der FDP hier im Reichstag. 3 Wochen ist das Jahr nun alt und schon den ersten handfesten Skandal. Dioxin heißt das Wort. Verseuchung der Lebensmittel. Eine Riesensauerei. Einige wenige Kriminelle in der Lebensmittelbranche verunglimpfen einen ganzen Stand. Die Bauern müssen es ausbaden, letztlich auch die Verbraucher. Aber sollten wir uns nicht mal fragen, dass es nicht geht, dass wir immer billigere Lebensmittel haben möchten. Qualität hat ihren Preis. Nun wird ja schon auf den Eiern der Totenkopf draufgemalt, aber ich kann euch beruhigen, es gab noch keinen einzigen Todesfall mit Dioxin. Es gibt aber, und das mal so nebenbei, allein in Deutschland ungefähr 5000 Verkehrstote. Und macht denn irgendjemand einen Totenkopf aufs Auto? Also von der Wahrscheinlichkeit, das Risiko ist trotzdem sehr gering, aber wir müssen mehr Kontrollen her und Lebensmittel müssen sicher sein. Ein weiteres Thema dieser Tage, und mich hat es gar nicht so gewundert, denn die Kommunistische Partei, die Linke, hat ja in ihrem Wahlprogramm das Kommunistische Manifest als Basis. Man kennt das vielleicht, vor allem die aus dem Osten, 1848, von Marx und Engels auf den Weg gebracht, Gleichmacherei, Enteignung, Entrechtung, Entmündigung, Stacheldraht und Todes- und Schießbefehl. Das ist Kommunismus. Und da gibt es eine Partei, die sagt, wir wollen dort wieder hin. Das sage ich. Schreibt euch mal auf für die ehemaligen DDR-Bürger, was war denn gut zu DDR-Zeiten und was war denn schlecht? Diese Schwarzmalerei immer und diese Verherrlichung der DDR. Schreibt es einfach mal auf und denkt mal in Ruhe drüber nach, wie das denn so war, dass wir eingesperrt waren in 108.000 Quadratkilometer Fläche. Wenn du raus wolltest, wurdest du erwischt, wurdest du eingesperrt ins Zuchthaus oder wurdest du erschossen an der Grenze. Auch das ist Kommunismus. Oder schaut euch diese Umweltverschmutzung an, diese Tagebau, diese Chemiewerke wie Bitterfeld, was dort los war. Auch das ist Kommunismus. Also wenn jetzt die Linke sagt, wir wollen wieder auf diesen Weg zum Kommunismus, dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Und wir wissen auch, wozu eine rot-grüne Partei fähig ist, wenn sie sich von so einer Partei in Nordrhein-Westfalen tolerieren lässt. Also liebe Freunde, die freiheitliche Idee werden wir als Liberale nicht aufgeben. Das ist unser Ziel, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung und mehr Arbeit. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf aus Berlin.